So, hallo. Ich stelle noch mal ganz kurz den Leitstellensimulator vor. Das ist hier übrigens, ich hätte mal hochscrollen sollen. Auf LST wie leitstelle.sim.de, also ohne Punkt zwischen, ist, ja, sieht man ja da oben. Ich tue es sowieso noch mal in die Beschreibung nachher. Das wäre ein guter Bekannter aus, ja, quasi dem reichsfeindlichen Ausland in Bayern zugetragen hat. Ist ein ganz witziges kleines Spiel. Gerade wenn man so ein Rettungskräftemensch ist, bin ich ja nun leider nicht, aber ich habe hier mal so das ist auch alles am Arsch der Welt. Nehmen wir mal irgend so eine Leitstelle hier. Nehmen wir einen Namen ein. Kann hier auch noch. Oh, egal. Die offiziellen, nach Staat in Niedersachsen gibt es keinen. Hamburg und so weiter. Man kann aber auch noch eigene. Also empfohlene gibt es da noch. Da habe ich mal, ich glaube, den, da gibt es natürlich auch in Niedersachsen den im Meppen oder so, genau, Emsland auch mal gespielt. Und dann gibt es noch Leute, die selber was zusammengelötet haben hier. Wir nehmen auch mal einen so fast quasi hochoffiziellen Hamburg. Um das mal ganz eben zu zeigen, was man hier eigentlich machen muss. Nette Spielerei zum Nebenher irgendwie rumwursteln, wenn man irgendwie was Wichtiges anderes tut. Aber doch noch ein bisschen was zu prokrastinieren hat, oder wie das auch mal heißt. So, dann haben wir so eine Stadt von Google Maps. Jetzt natürlich Hamburg, ist ein bisschen größer hier. Und hier ist irgendwo meine Heimat da so. Hallo? Da hinten so. Hey. Und dann hat man hier. Oh, da kommt auch schon ein Anruf. Man geht auch mit Ton. Den habe ich, glaube ich, gerade noch aus. Ja, ich habe die aus. So, Telefonanruf. Genau, Feuerwehr und Rettungsdienst Hamburg. Das bin übrigens ich hier. Am Mörres Dillmann. Ich bin mit der Ernst-Merck-Strecke. Strecke, ja klar. Der Ernst-Merck-Strecke steht da ganz eindeutig. In Hamburg, Hamburg, Mitte. Hamburg, Hamburg, Mitte. St. Georg, hier liegt eine reglose Person im Gebüsch. Da kommt schon der nächste Anruf. Weiß nicht genau, ob der nur schläft oder was tot. Ja, das ist ja doof. Dann schicken wir da mal jemanden hin. Dann machen wir einen neuen Einsatz. Schicken wir mal so ein RTW hin, zugeordnet. Was ist das? Signalfahrt. Notfall. Ich schicke jetzt einfach mal den. Hier, das ist der Rettungstransportwagen. Das sind die, wie heißt das noch? Notarzt-Einsatzfahrzeug oder so irgendwie. Was ein FR ist, weiß ich gar nicht jetzt. Das ist doof. Ich hätte ansonsten noch den KTW, den Krankentransportwagen, anzubieten. Ah, das sind Rettungstransport-Hubschrauber. Was ein Nav ist, weiß ich auch nicht. Es macht aber nichts. Alarmtext. Generischer Notfall. Keine Ahnung. Fahr mal hier. Jetzt kann man den erstellen oder erstellen und direkt losschicken. Genau. Bim, bim, bim. Wo ist der Notfall Ort? Moin, sagt er sogar. Dr. Budde aus Hamburg, Südl. Aus den Havestehuder Weg. Was auch immer. Ist natürlich, deswegen sagen die auch keine Wohnungsadressen, hör auf zu klingeln, dass du nervst. Keine Adressen genau, weil die Straßen natürlich alle existieren, weil es ja die Originalstraßen sind. Die Menschen sind natürlich auch nur ausgedacht. Könnten Sie mir einen Retter mit Sonderrechten schicken? Er begleitet den Transport. Das heißt, wir brauchen keinen Notarzt mitschicken. Signalfahrt, das kriegen wir wohin? Notfall, Brustschmerz. Notfall, ja, Brustschmerzen, keine Ahnung. Brustschmerzen, nicht traumatisch. Schluss damit. Ja, was willst du? Vorher gab es den Notfall, was ist denn Notfall dort? Ich sage aber das gleiche, auch schön. Am Telefon ist Andrezej. Ah, hallo, schicken Sie einen Transport. Hier sind zwei Autos ineinander gefahren. Wie bitte? Er schreit irgendwie die ganze Zeit. Irgendwas am Fenster, was? Den Sie Unfallstelle ab, bis gleich rufen. Ja, ist ja gut. Gottes Willen, ja, Notfall. Signalfahrt, hin da, so. Kommen schon wieder zwei. Jetzt geht hier der Funk auch los. Die fahren jetzt alle. Ach, ist ja toll. Also, du bist gerade zusammengebrochen. Ja, oh Gott, der hat bestimmt einen Herzinfarkt. Da brauchen wir einen Notfall. Also auch einen Arzt. Da gibt es noch Notfälle, wo man auch die Feuerwehr und die Polizei dementsprechend hinschicken muss. Hier geht ja alles ruckzuck. Ich komme gar nicht hinterher. So.
Ja, hier sind zwei Düt, 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 Düt. Ach so, das gehört zu einem anderen Auftrag. Wollte ich eigentlich nicht speichern. Da hat jetzt jemand für den gleichen Vorfall, glaube ich, nochmal angerufen. Das kann man hier sehen. Nein, kann man nicht. Zack, zack, klack, klack macht's hier immer. Ja. Ist mir egal. So. Wo ist der Unfallort, du Arschloch? Grüß Gott. Wiechmann, ich habe schon mal angerufen, er hat den schlechten Empfang, was soll's? Ach, der war das gerade eben gerade. Pavé ist in einer gedüst, er ist voller Scherbe und Trümmer, er weiß ich doch schon. Ach so, die Tür kriegen wir nicht auf. Er ist der Rettungswagen unterwegs. Bringen wir die Polizei noch hin. Und alarmieren die auch noch zusätzlich hinterher. Dann kommt die Polizei jetzt. Weil hier schon auf der Karte diese ganzen tollen Autos rumfahren. Das ist. Ach, die grüne Seite. Die Bullen. Cops. Cops. Ich habe niemals Bullen gesagt. Würde ich auch. Schreib nach Hamburg, Altona, Ostdorf in den grünen Weg. Was? So, das ist ja toll. Das habe ich gerade schon gemacht. Achso, jetzt habe ich den gerade eingerufen. Ah, ich Depp. Da klingelt bei ihm das Telefon. Hier ist die grüne Seite. Das ist natürlich auch geil, sich zu melden bei der Polizei. Wenn ich die Leitstelle anrufe, gehst rein mit. Hier ist die grüne Seite. Na gut, hat was. Mal den nächsten. Ja, halt die Fresse jetzt so. Guten Tag, Dr. Budding anrufen ist natürlich hier so nicht mehr ansprechbar. Wollte ich nochmal eben mitteilen. Okay, hat sich ein Zustand verschlechtert. Oh Gott, Traktor gegen. Ja, ist mir egal. Dann schickt er halt den Notarzt hin. Signalfahrt, Trauma. Hier, was weiß ich, Trauma. Der hat bestimmt Rückenschmerzen hinterher. So. Ich soll übrigens dunkler sprechen, weil das zu meinem Bart passen würde. Probieren wir gleich mal aus. Hi, Frau. Ich kann das nicht. Der Transportschein liegt im. Ja, können sollen wir abholen, irgendwie was? Und nicht einen Schlaganfall. Der Transportschein liegt auf der Kommode im Hausgang. RTW, Attacke, Signalfahrt. Notfall. Schlaganfall ist ein, irgendwie was in Kreislaufstillstand, Atembeschwerden. Na, Kreislaufzwischen. Ja, keine Ahnung. Blutzuckerentgleisung klingt auch gut. Tag, Jan Schalk spricht vom Flughafen. Das ist aber schön. Nach Krampfanfall, wir müssen ins Krankenhaus. Schickst du mal einen Rettungswagen? Ja, kriege ich hin. Alles mit der Signalfahrt heute ist mir scheißegal. So. Hier, der hat um Sprechaufforderung gebeten. Das können wir mal eben erbitten. Da kommt die Rückmeldung mich jetzt. Und das ist das Geile. Hier Anton 22. Der ist hier irgendwo. Todesfeststellung. Hier, jetzt können wir hier den Einsatz bearbeiten, dass der gerade aufgeploppt ist. Und jetzt können wir hinterher, weil da muss die Polizei einfach mal hin. Hilft nichts. Da rufe ich jetzt an. Hallo Polizei, klingel, klingel. Schlosser von der grünen Seite hier, ja, ziemlich grün. Da brauchst du wahrscheinlich nochmal so einen Arschloch hinter. Ja, machen wir verstanden, zumachen, gucken schon mal den nächsten an. Die anderen 40 gerade angekommen, mit den ersten Scherben, das ist echt nicht gut. Da kannst du vorher wahrscheinlich mit. Ja, das ist toll. Verstanden. Ab und zu sind die auch zerhackt. Das ist geil. Da hoffe ich ja, dass euch nochmal irgendwie so ein Beispiel dafür kommt. Und das ist halt, was man die ganze Zeit macht. Und wenn man mal ein bisschen Leerlauf hat, dann kann man in die Zeit hochstellen. So. Oh, da kommt eine Speicherforderung. Dann gehen wir wieder eins zurück. Das ist gut. Dann können wir wiederholen, wenn man es halt nicht verstanden hat. Wiederholen Sie. So. Sag es gleich. Hallo. Prinz spricht. Ist auch geil. Sprint spricht, ich bin vorstellen, vielleicht ein Augenarzt für mich. Rettungsstelle. Oh, klick, klick. Nee, Augenarzt.
Das ist egal, ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, da legen wir auch einfach auf. Bin ich nicht bei Weidebahn, wie die Rettungsschnelle, tut mir leid, okay, du bist ein Arschloch, dann gehen wir gleich mal hier bei. Dann schicken wir dir die Polizei auf den Hals, krieg gar nicht ab sowas. Wenn du dich verwählst, dann 112 wählst oder 5 oder was immer die Nummer hier ist, dann, das geht nicht, da kommt sofort ein Streifenwagen. Da kenne ich nichts. Da wird zurückverfolgt und dann auf die Fresse. Gummiknüppel. So wie jetzt in Blokopai. Egal. Also in Frankfurt. So, das war's. Es ist mehr oder weniger das gleiche. Ab und zu auch nochmal Dialysefahrten dabei. Ich weiß jetzt aber, glaube ich, das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Das sind nur so Rettungseinsätze, weil das tatsächlich nur die Notfallstelle ist hier. Hier haben wir noch ein paar Floriane. Ja, sind nur Rettungswagen in Hamburg. Schön, ja, geh nochmal ran. Witzig, da kann man wirklich Zeit mit totschlagen. Macht relativ viel Spaß. Verstanden zur Wache. Der kann auch da stehen bleiben, wenn er soll. Will ich aber nicht. Auch die Rückmeldung ist sehr schön gemacht. Und da auch auch mal richtig schöne, witzige Sachen bei, um sich richtig kaputt zu lachen. Nee, ich will das nicht transportiert haben hier. Ja, die letzte machen wir noch. Was los? Und der hat in letzter Zeit viel Stress und jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt. Das ist scheiße. Wir haben keinen Notarzt frei. Ja, kommt ein RTW, die fragt doch eh. Notarzt hier. Das ist definitiv Brustschmerzen. Verbrechen, ja, Tierbiss. So. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und dran denken, immer schön kommentieren und so, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist wichtig. Tschüss.